Guten Morgen. Hat sie beobachtet, die Fee. Ja. Frank ist wieder am Packen. Kiste voll mit Fressalien. Fressalien. Na, was denn? Lecker Schmackofatz. Ja. Oh, von Suppe über Bolognese, Buletten. Salat? Ach, keine Ahnung. Und hier sieht's aus wie im Schweinestall. Ja. Ja. Wird Zeit, dass du abhaust. Ja, damit ich mal an einen sauberen Platz komme. Ja, genau. Genau. Was ist denn jetzt hier? Wir warten jetzt nur noch auf die Nachbarin. Ja, dann sag ihr Bescheid, wir sind reisefertig. Wir gehen jetzt frühstücken beim deutschen Bäcker und von da aus haut Frank ab und wir beide fahren dann wieder zurück. Ja, so sieht's aus. Los, sag ihr Bescheid. Nee, die 3 Minuten schaffen wir jetzt auch noch. 9 Uhr haben wir Dann gesagt. gib mir mal das Telefon, dann leg ich an. Hey, Alte, komm jetzt mal ein bisschen in die Socken. Ah, so, bis später, denn bin ich wieder alleine. Bye, bye. So, jetzt kann ich euch mal meine neue Errungenschaft zeigen. Guckt mal. Seht ihr meine schönen neuen Lampen? Haha. Ganz rundrum. Die machen schöne Sterne auf die Erde, wa? Ja. So. Jetzt gehe ich wieder rein. Viele Mücken. Viele Mücken. Meine Küche ist auch wieder sauber. Alles weg. Bewegungsmelder ist auch an. Frankie ist wieder unterwegs. Na, morgen mache ich mal Kassler und Sauerkraut. Hallo Leute, ich bin wieder am Kochen. Frankie ist weg. Ja, ich habe hier gestern meine Lämpchen noch ein bisschen dichter gesteckt. Ich habe noch mal 12 dazu bekommen. Ja, abends sieht es natürlich toll aus. So, ich mache heute Kassler und Sauerkraut. Anders als andere. Ich brate etwas größere Stücken wie vorher an. Nur mit ein bisschen Pfeffer, ein bisschen Paprika. Aufpassen, dass es nicht verbrennt. Und wenn es gut angeschmort ist, dann geht es gleich weiter. Ich kriege hier natürlich von Hengstenberg das Meldesser Sauerkraut beim deutschen Schlachter. Das ist ganz gut. Das Sauerkraut, was es hier gibt, ist nicht so meins. Ja, gleich geht's weiter. So. Wenn das angeschmort ist, alles richtig angebraten ist, kommen die Zwiebeln rein, eine große oder zwei kleinere. Und damit wird unten der Bratenansatz gelöst. Denn die ziehen ja ein bisschen Wasser. Und wie ihr seht, werden sie schön braun durch den Bratenansatz. Aber das lassen wir jetzt auch noch mal ein bisschen. Bisschen wegschmoren, damit die Zwiebeln auch ein bisschen angeschmort werden. Und dann kommt das Sauerkraut drauf. Ich melde mich dann wieder.
So, in die geschmorten Zwiebeln kommen jetzt 3 Knoblauchzehen. Ja, es fängt schon an zu knistern. Gute Zeit. Knoblauch rein. So, die Knoblauchzehe reingepresst. Kurz mit angeschwenkt da unten. Jetzt die Dose Sauerkraut hier rein. Das Kassler zum Anbraten habe ich natürlich ein bisschen gewürzt, ne? Pfeffer, Paprika hatte ich ja schon gesagt. Salz bei Kassler natürlich nicht. Hier habe ich jetzt unten in die Dose ein bisschen Wasser reingetan und hier reingekippt. So, und das wird jetzt noch ein bisschen geschmort. Noch ein bisschen Wasser dazu und dann kommt Deckel drauf. Kassler kommt mit rein und das wird dann zusammen geschmort. So, Leute. So sieht es aus, wenn es am Schmoren ist. Und als er dann gegangen ist, habe ich bemerkt, dass er was hinter seinem Rücken steckt. Also er wollte was tun. Ich bin zu ihm, ich habe ihn gepackt und ich konnte ihm noch so eine kleine Statuette aus der Hand reißen. Er stößt mich gegen den Tisch. Ich brauche den Moment, so dass ich gepackt habe. Ich habe dann die Luft. So, eine ganz kleine Prise Zucker. Wirklich nur ein bisschen. Ganz wichtig, es sei denn, das Sauerkraut ist nicht zu sauer. Das müsst ihr halt abschmecken. Und dann habe ich zum Würzen noch 2 Brühwürfel reingetan. Kein Gramm Salz, nichts, weil im Brühwürfel ist ja genug Salz drin. Zwei von diesen. So, wisst ihr Bescheid. So, und das schmort jetzt noch mindestens eine halbe, dreiviertel Stunde. Entschuldige, das Licht hier ist sehr schummerig. Auf jeden Fall. So, jetzt habe ich einen Schluck Schlagsahne, richtige Schlagsahne reingekippt. Noch einen halben Brühwürfel zugetan, das war ein bisschen sehr lasch. Und jetzt wird es nochmal so für 20 Minuten ungefähr geschmort. Muss man ein bisschen probieren. Ja, und dazu schön frisch gekochte Kartoffeln oder auch Klöße, schmeckt auch lecker dazu. Ja, so sieht's aus. Jetzt ist fertig. Zeige ich euch nachher noch auf dem Teller. So Leute, jetzt habe ich euch echt vergessen. Ich wollte euch doch das Essen auf dem Teller noch mal zeigen, aber nun ist er schon alle. Ja, aber das wird ja auch nicht so schlimm sein. Ihr habt ja gesehen, wie es im Topf ausgesehen hat. Probiert es einfach mal, war wirklich lecker. Ja, den Rest habe ich gleich wieder eingefroren, damit wenn Frankie kommt, dass er gleich wieder sauer geht. Er isst es auch sehr gerne. Sehr gerne. Und dann auch Annika und Manuel, die waren völlig begeistert davon. Mal Grüße an dieser Stelle zu den beiden. Ja, jetzt ist Schluss für heute. Ich werde noch den Stuhl und den Tisch reinräumen. Und dann war es das für heute. Bis zum nächsten Mal. So, jetzt zeige ich euch noch mal meine Lämpchen. Und die brennen ganz schön helle. Und die Lampe kracht auch ganz schön. So, seht ihr? In ganz normalen Abständen habe ich hier um das Gelände meine Lampen hingebaut. Uhu. Cool.
Bewegungsmelder gehen natürlich an. Ja, so sieht's mal aus. Wollte ich euch bloß noch mal gezeigt haben. Aber ich glaube, da können noch mal 12 her. Muss ich Frankie sagen. So, für heute ist Schluss. Gute Nacht. Alle miteinander. Ja, alle sauber. Gute Nacht. Gute Nacht. Hallo Leute. Heute muss ich mal ein bisschen was tun. Rasen mähen. Moment mal. So. Seht ihr? Bisschen was tun heute. Muss ja auch gemacht werden, ne? Ich stelle euch mal hier hin. So. Dann könnt ihr gucken.